Es läuft wirklich fantastisch für diese außergewöhnliche Frau. Nachdem sie den begehrten Titel bei Let's Dance gewonnen hat, hat Anna Ermakova, 23, nun auch ihren Bachelor-Abschluss in Kunstgeschichte erreicht. Als Tochter der Tennislegende Boris Becker, 55, teilte sie die aufregenden Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram und verriet, mit wem sie diese großartigen Nachrichten gefeiert hat. In einer Reihe von Instagram-Stories verkündete die frischgebackene Gewinnerin von Let's Dance ihre erfolgreiche Beendigung des Kunstgeschichte-Studiums am renommierten Courtauld Institute of Art. Während sie auf dem Weg zur feierlichen Abschlussverleihung an der Universität war, teilte sie ihre Freude mit ihren Followern: "Ich bin zurück in London und heute ist mein großer Tag, mein Abschluss." Trotzdem hatte sie auf dem Weg zum Veranstaltungsort mit einem fast verheerenden Stau zu kämpfen, wie sie ihren Fans mitteilte, während sie auf der Rückbank eines Autos saß. Sie hoffte inständig, dass sie nicht zu spät kommen würde. Jedoch gab es in ihren weiteren Stories schnell eine Auflösung des kleinen Dramas. In einem kurzen Video ist zu sehen und zu hören, wie Anna Ermakova auf die Bühne gerufen wird, um ihre verdienten Ehrungen entgegenzunehmen. Der Moment, in dem sie ihr Diplom in den Händen hält, wurde feierlich festgehalten. Ohne zu stolpern oder den Ruhm zu mindern, nahm sie ihren Platz auf der Bühne ein und genoss den wohlverdienten Applaus. Nach der Abschlussverleihung begab sich die talentierte Tochter von Boris Becker gemeinsam mit ihren Freunden und Kommilitonen in ein Restaurant, um den Meilenstein gebührend zu feiern. Das Diplom in der Tasche und ein weiterer Erfolg in ihrer beeindruckenden Laufbahn, Anna Ermakova hat wahrlich allen Grund, stolz auf sich zu sein.